Herzlich willkommen zum Newsletter im Monat März, in dem Sie uns von Asbruck aus ganz problemlos erreichen können und auch von Kirchensittenbach aus gibt es den Trick mit dem Radweg. Bitte melden Sie sich einfach immer telefonisch an, auch wenn es nur um das Abholen der Preise aus der Jahrbuchverlosung geht, bei der übrigens jede Teilnehmerin ein Brotzeitbrettchen gewonnen hat. Wir weisen Ihnen dann den richtigen Weg. Derselbe führt bei ganz vielen Familien schnurstracks ins Homeoffice, welches wir mit unseren höhenverstellbaren Schreibtischen noch angenehmer gestalten können, aber auch für den Hausunterricht, wie das Homeschooling früher genannt wurde, gestalten wir motivierende Möbel, passend für alle Räume und wie immer ganz nach Ihren Wünschen. Genau so entstand auch diese Küche, für die sich eine Kolumbianerin ein Stück Heimat an ihre Oberschränke wünschte. Ihr Mann liebt das wilde Holz aus Franken. Präsentiert wird die elterliche Küche aus Nussbaum und Ahorn von Natascha, der perfekten Repräsentantin von Lateinamerika und Franken. Aus Belgien dagegen kommen unsere Sofas und Relaxsessel von Jori. Wir haben diesmal ein zärtliches Bilderrätsel daraus gebastelt, mit welchem Jori partout nicht in der schöner Wohnen inserieren will. Sie können die Originale aber auch zum Sonderpreis aus unserer Ausstellung haben, denn es gibt auch die Zeit nach dem Office. Übrigens passen auf unsere Sofas 5 Menschen ohne Probleme. Aber wo findet man heute noch 5 Menschen ohne Probleme? Ein Pfarrer hat unser Stehpult vor den Altar geschleppt. Unsere neue Serie hat ein wenig sanftere Edelstahlfüße bekommen und sie ist gerade in einigen Holzarten auf Lager. Katrin machte uns darauf aufmerksam, dass sich unser Druckdampfgarer auch hervorragend zum Desinfizieren von Masken eignet. Ganz lieben Dank für den Tipp. Die seriöse Quelle ins Ärzteblatt dafür ist im Newsletter verlinkt. Außerdem zeigen wir noch einen schicken Couchtisch und unsere frischen Bäume, aus denen wir in ein paar Jahren wieder ihre neuen Möbel und Küchen bauen werden. Und selbst wenn sie gleich morgen kommen, haben wir genügend Holz für ihre Wünsche. Wir wünschen wunderbare Ostern, aber Obacht, Eier sind nicht ungefährlich. Eines hat sogar den Sheriff erschossen. Bis bald.